Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen. Oh, es müsste ein bisschen gekratzt haben, weil mein Kabel ans Mikro gekommen ist. Egal, wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Wir machen nochmal ein Spiel mit der Serie A und Baka. Kein Tor gemacht. 4 Spiele, 4 Tore. Okay, aber wie gesagt, Morata hatte, weiß ich nicht, 0,6 oder 0,7 Scorerpunkte pro Spiel. Deswegen, selbst wenn Baka 0,8 Scorerpunkte macht pro Spiel. Also er muss ja jetzt zum Beispiel wieder nur einen Dreierpack schnüren und dann geht's ja schon wieder rund, ne? Also ich werde Baka auf jeden Fall längere Zeit testen, das kann ich jetzt schon mal sagen, weil er sich einfach an dem ersten Spiel so angestrengt hat und er fühlt sich auch immer geil an, ähnlich wie bei Morata, auch wenn er nichts baut, auch wenn er keine Tore schießt, fühlt sich geil an. Oh, falschen 9. Volland und Schürrle als LM und RM, obwohl sie Flügelposition haben, dann, ja, ich könnte mir vorstellen, dass Müller auf jeden Fall besser funktioniert als falsche 9. Und ich hatte ihn ja als Stürmer, da war er nicht so geil, aber als falscher 9 könnte er funktionieren. Und der Gegner hatte Felipe Santana in der Innenverteidigung, dem geht's wohl nur um die Pace oder was. Der ist richtig schlecht, der Verteidiger. Das war mal in FIFA 13 so, dass Felipe Santana und Boateng, Felipe Santana war glaube ich 75er oder 76er und Boateng war 79er, das waren die zwei besten Innenverteidiger in der Bundesliga, die haben einfach am besten spielen lassen durch ihre Pace zum Beispiel. Aber es ist jetzt nicht mehr so in FIFA 16, also Felipe Santana ist auf jeden Fall nicht der Beste. Ich weiß gar nicht, hatte ich ihn am Anfang auch mal? Könnte sogar sein. So, genau das soll da hin. So, genau das soll da hin. Ah ja, war richtig schlecht gezielt von mir, muss ich zugeben. Vielen Dank für den Ball. Und hier sind wir mal kurz durch. Oh, knapp, knapp. Den hat eigentlich der Gegner im Tor. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Puh, Glück gehabt. Ich habe Alexandro übrigens nicht in den Lauf geschickt. Der rennt einfach wie ein Kaputter los. Einfach so. Und rennt noch aus. Oh, was? Der war noch im Abseits. Den habe ich halt echt nicht gerechnet. Ich wollte gerade sagen, vielen Dank, aber dann war das doch noch jemand. Fährmann. Oh, nicht der schon wieder. Och, der hat mir doch auch schon mal das eine Mal totale Probleme bereitet. Nein, das setzt sich bitte nicht durch. Er macht es trotzdem. Er macht es einfach trotzdem. Ich bekomme wieder den Spieler nicht rechtzeitig. Oh, da haben wir Glück, dass er nicht zum freien Schuss kommt, weil das Volland einen guten Schuss hat, wissen wir ja. Sollte nicht auf Perisic gehen, aber glücklicherweise ging es trotzdem noch gut. Ach, das war schlecht von mir getribbelt. Muss ich leider zugeben. Sollte eigentlich nicht auf Baka, aber es funktioniert. Und es war abseits. Und es hätte Khedira da vielleicht einschieben können. Wobei er wurde leicht in den Rücken von Khedira gespielt, deswegen schwer zu sagen. Puh, gut gehalten von Fährmann, aber Fährmann war, wie gesagt, also das letzte Mal, als ich gegen ihn gespielt habe, auch absolute Katastrophe im positiven Sinne für den Gegner, weil ich einfach überhaupt nichts machen konnte gegen den. Man hat halt ständig die geilen Bälle festgehalten und nicht nur. Was? Das ist schon der letzte Verteidiger? Ne, da ist noch einer. Ah, ich Trottel hätte durchlaufen sollen mit ihm. Mist. Gut antizipiert. Komm, komm, komm. Oh, sehr gut. Sehr schlecht. Das war nicht mal ein Foul. Ah, oh, jetzt gibt's ein Tor. Nein, jetzt gibt's ein Tor. Oh, fuck up, Bruder. Aber es, naja, war verdient, das Tor. Also, hätte auch der Schuss vorher schon reingehen können. Ach Mann, warum hat denn Khedira den Schüler da nicht umgerumst? Also ich bin ja mit Absicht zum Reingrätschen gegen ihn, weil ich dachte, da gibt's halt nur einen Freistoß und vielleicht eine gelbe Karte. Aber nee. Ah, das Spiel aber auch gerade schlecht. Fuck Mann. Aber wir haben noch Zeit, glücklicherweise. Oh.
Oh ja, rennt euch gegenseitig kaputt. Was für ein... Oh, nicht aufregen. Haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Sehr schöner Ball auf Kandreva. Ich glaube, in die Mitte ziehen wird erstmal jetzt vielleicht was. Oh, ich hätte noch ein bisschen warten sollen. Auf Hanani spielen soll. Was mache ich denn gerade? So. Oh, wieder ein schlechter Ball. Ich komme aber auch nicht zum Abschluss, weil ich einfach scheiße spiele gerade. Das war ein guter Ball. Ja, ich musste halt einen straffen Pass machen, damit er überhaupt ankommt. Und deswegen hat er den schlecht angenommen und naja. Sehr schön. Also Basakli ist auf jeden Fall besser als Manolas. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Der setzt sich einfach viel besser durch. Sowas auch nicht geplant, aber es klappt trotzdem nicht. War meiner Meinung nach auch schon unser Ball. Der ist unser. Hier haben wir Glück. Der Hernanes. Drei sind dann einfach zu viel. In den meisten Fällen zumindest. Aber jetzt stören wir zumindest schon deutlich besser sein Angriffsspiel. Boah, das war doch kein Foul. Sowas geht mir auf den Sack. Wenn man eigentlich den Spieler deckt, dann kriegt man den Ball trotzdem nicht. Fuck, zu spät überlegt. Da war der Ball dann schon, der Raum dann schon gedeckt. Ah, solche Pässe, die kommen halt im Normalfall nicht an, aber er bekommt halt trotzdem irgendwie den Ball. Ach, meine. Mal wieder einer, der diese Variante probiert. Oh, hab ich ein Glück. Und ich bin einfach über den Gegner drüber gerannt, dadurch gab es Stürmerfoul. Und natürlich kein Foul. Oh, ist halt eins weiter, passt schon. Fuck, Ball zu weit vorgelegt. Dann war er wieder weg. Kommt halt auch nicht zu Abschlüssen. Ne? Also der Gegner verteidigt gut. Zumindest dann zu der letzten Konsequenz, also so vorm Strafraum, noch kein einziges Mal geschossen. Ich gehe mal auf Vordruck. So eine letzte Konsequenz vorm Strafraum, wenn ich so quasi meinen letzten Pass machen will, dann verteidigt einfach gut. Jetzt halt schon wieder. Also ich bin halt auch recht defensiv, würde ich sagen, was das angeht. Da hätte ich mich eher nach hinten drehen müssen. Fuck. Ja, oh, ich wollte schon sagen, er lag sich hier wieder den Ball, aber haben wir Glück gehabt. Das war schlecht von mir, richtig dumm. Da spielt mal den Ball einfach zurück auf den Torwart. Spät. Also er steht gut und spielt gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er unbedingt sehr viel besser ist als ich, aber... Boah, das war doch nun faul. Spielt einfach konsequenter als ich. Und da steht halt auch wieder. Och. Verteidigt halt wirklich gut da. Also am Strafraum richtig gut.
Wenn es so weitergeht, dann ist er echt besser als ich. War natürlich nicht so geplant. Ah ja, aber jetzt... Das war natürlich ein Lackertor. Ich meine, ich habe da 100 Mal den Ball und er kriegt ihn halt immer wieder. Naja, das Ding ist durch. Ich meine, verdient ist es trotzdem. Der Gegner spielt schon besser als ich. Ich habe auch keinen einzigen Schuss, ne? Aber trotzdem... Aber das ist auch so wieder so ein Spiel, wo ich halt nicht weiß, was wäre, wenn jetzt ich einfach derjenige wäre, der immer die zweiten Bälle bekommt. Wäre ich dann jetzt der bessere Spieler? Also kommt einer nur so vor, dass der andere der bessere ist, obwohl man... Ja, war klar. Wo man nicht wirklich schlechter spielt, also das ist dann immer schwer zu beantworten. Und dann kommt halt auch sowas einfach nicht an. Jetzt hatte ich mal Glück. Bagger macht aber auch gerade wieder nichts, ey. Gustavo wird gefoult, wird natürlich nicht gepfiffen. Also der Gegner ist momentan schon besser, aber er hat auch mehr Glück momentan als ich. Also das kann man nicht anders sagen. War so nicht geplant, weil der Gegner da quasi grätscht, macht Khedira wieder irgendwelchen Schwachsinn. Bagger kommt überhaupt nicht zum Tragen, aber ich meine, in dem Spiel schaffe ich es halt generell nicht irgendwie was zu machen. Und daher kann der Bagger nichts dafür. Alter, das gibt's doch nicht. Ja, und Gustavo rennt einfach durch, oder was? Oh, das ist echt wieder so ein Spiel, wo nichts funktioniert. Ich verstehe nicht, warum das immer ist, also warum es immer solche Spiele gibt, wo einfach nichts geht. Weiter nach außen, klappt natürlich nicht. Bleibt natürlich trotzdem im Ballbesitz, obwohl ich ihn da quasi den Ball wegtackle. Könnte jetzt auch schon 3-0 stehen mittlerweile. Das regt mich einfach auf. Ich will einfach wenigstens Torschancen generieren. Das kann doch nicht sein. Ich meine, da kann er nicht so viel besser verteidigen als ich. Es klappt aber auch nichts. Also das war, ich wollte logischerweise da nicht hinpassen. Also es... Weil das nicht ankommt bei Bagger ist schon klar. Ich schaff's nicht zu trippeln, der Gegner antizipiert immer genau richtig. Perisic macht aber auch wieder nicht das, was ich will. Das ist ärgerlich. Ey, das ist... Ich komme mir halt einfach so scheiße vor, weil ich einfach nicht durchkomme und der Gegner halt immer durchkommt. Also gut, immer, ist auch übertrieben, aber... Der Gegner halt einfach viel, viel besser... Es schafft hier irgendwas zu machen. Da kommt der Turmmann raus, war so klar.
Da fällt mir gerade ein, ich habe doch mehrmals geschossen gehabt. Warum hatte ich null Schüsse angezeigt bekommen? Das kann doch gar nicht sein. Wollte ich eigentlich jetzt genau in die andere Ecke schießen? Scheißspiel! Fuck, sowas regt mich auf. Gegner hat absolut verdient gewonnen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Oh. Fünf Paraden. Was für ein Dreckspiel. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.